Hallo und willkommen zu einem kleinen Let's Test. Es wird ja noch ein Best-of oder ein Preview oder wie ich das dann nenne geben. Zu Bright Memory. Es ist Early Access Episode 1. Worum geht's? Das Spiel ist besonders, weil es scheinbar von nur einer Person gemacht wurde. Und es soll wirklich neue Dinge geben für den Ego-Shooter. Nämlich, so EMP-mäßige, so quasi nutze die Macht, wie in jedem Mal soll man Gegner durch Macht, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, einfach in die Luft heben oder schnetzeln oder keine Ahnung, wir spielen einfach mal. Ich frage mich einfach nur, hat die kein BH an? Also guckt mal hier, ihr seht ja die Maus, oder? Hat die kein BH an? Jetzt ist mir in der Zwischensequenz aufgefallen. Also, nur dass ihr es wisst, ist so vorgegeben vom Spiel, ne? Ich habe an der Figur nichts verändert. Nee. Kann man überhaupt? Aha, man kann hier schon sehen, ja, man kann nur, okay. Naja, wir werden es wahrscheinlich noch herausfinden. So, New Game, ich habe ein bisschen lautlos gemacht, weil der Sound ist unausgereift. Mach mal sau laut, mach mal, hört man kaum was. Deshalb habe ich jetzt auch auf ganz niedrige Stufe und es reicht ja, wenn ihr mich hört. So, das Ganze ist in Unreal Engine 4 gehalten, das macht auch gar nichts. Gut. Wir haben nur ganz, ganz kurz angespielt. So. Ja, wir haben volle FPS, nur dass ihr es wisst. So, jetzt gebe ich mir mal die Eröffnungssequenz, denn die habe ich nur geskippt. Ich habe keine Ahnung, ob es die wert ist zu schauen. Es gibt übrigens auch nur zwei Sprachen. Hoyosha und Englisch. Also Asiatisch oder Englisch. Und ich glaube, ich spreche für viel, wenn ich sage, ich verstehe nur das Englische. Also ich meine den Text, nicht die Sprache selber, was sie reden. Die hat doch kein BH an, ist das... Also, oh, sorry, ich weiß nicht. So, die Action geht los. Ziemlich unspektakulär am Anfang. Wir schießen uns durch hier. Ich kann auch... ich kann mich nicht ducken, aber ich kann... Oh, es ging. Gut, habe ich nie besiegt. Hier guckt sie mich noch im Auge, das ist... Ich nehme mich auf, nach 10 Sekunden juckt es mich im Auge. Reload haben wir. Hinter uns ist nichts, oder? Nee, gut. Öffnen, Quack mit I. Das machen wir doch. Nur Schlüssel, gut. Da wirft sie mich einfach mal zurück. Wie haben wir denn das? Okay. Use EMP! Wir haben geht es auch rum. Das ist nur so, dass ich eigentlich wieder keine Energie habe. Danke dafür. Ich weiß nicht, das Spiel soll gut sein. Ich habe bisher nur noch nicht so viel davon gemerkt. Sorry. Aber nach nur einer Minute spielen. Der Ladebildschirm fährt manchmal auch plötzlich. Deshalb immer ein bisschen ab. Hallo Frank, konnte ich mehr als einmal den EMP nutzen. Okay. Ah, das ist da oben. Okay, was war schon da oben? Na, runter da. Okay. Das ist alles. Ein bisschen lame. Ich kann ihn so machtmäßig wegbrechen. So, der ist jetzt auch gekillt. Ich lad mal nach. Noch einer da? Nö. Alle gebasht, alle gekillt. Gut, wir sollen dahin, dann gehen wir doch mal. Ich habe natürlich auch immer nur F gedrückt. Vielleicht sollte man F gedrückt halten, ne? So, E. Ja, normalerweise nicht. F benutzen? Keine Ahnung. Ja. Gut. Also gut, ich meine, dafür, dass es von einer Person programmiert wurde, ist es ja schon nice.
Wir müssen ja gar nichts an. Ich könnte ja nicht mal eine einfach Textur modellieren. Oder ein Modelltextur. So, dann geht jetzt da ins Portal. Ich habe nichts gemacht. Ich habe immer noch nichts gemacht und willkommen zu Bright Memory. Fiochi Studio presents Loading Screen. Zum Brennen ist zum Jucken ist dann noch ein Brenn für Maugier hinzugekommen, danke. Schwarzer Bildschirm ist auch schön. Okay. Seht ihr? Hat die kein BH an? So, wenn das ja momentan die einzige Frage ist, die mich hier interessiert. Na, ich glaube, ich habe vorhin eine Falte gesehen. Ich glaube, es ist ein Pullover. So, soweit habe ich gespielt und jetzt wird blind für mich. Ich habe noch keine Ahnung, was sie hier Symbole sollen, aber egal. Ja, sieht schon nice aus, ne? Irgendwie schwebende Inseln. Was ist das? Ah, mit E, okay. Eine Jade-Statue. Ich kann rotieren, das ist doch schön. So, wieso kommt man hier? Jade-Statuen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Aha. Oh! Was heißt ich denn? Wölfe? Tiger? Ich will eh nicht gegen euch kämpfen. Muss ich? Irgendwie sehen die böse aus. Ich muss hier schießen. Oh, so mit leid. Ja, ist okay. Tut mir leid. Also das war ja Unreal Engine 4, aber sorry, das sind ja wie vor 12 Jahren. nicht Motzenband, du kannst das nicht besser. Ist deutsches Woodplank, dann machen wir doch das. Ach so! Das ist schneiden, das geht unendlich. Nein, geht nicht. Okay. Gehen wir mal hier rein. Also ich habe jetzt Q. Was ist denn mit Q? Ich versuche es, wenn ich einen Gegner sehe, okay? Hier ist ein Gegner. Und hier ist noch eine Statue. Bloody Pot! Bloody Pot. Hallo Feuer, ein bisschen Arschwärmen. Nachgeladen habe ich auch. Oh, bin jetzt erschrocken. Oh, nicht gut. Was mache ich denn jetzt? Die Kuh? Das bringt gar nichts. Warte mal, E und F. Was ist denn mit F? Hätte ich vielleicht drücken. Ach so, jetzt kann ich hier Zeit verlangsamen oder was? Okay. Mit E ist... Was? Wie? Light Slash? Ach so. Hey! Oh, danke, dass ich das auch schon gemerkt habe. Ich das Spiel nicht so ganz. Tet. So, gut, chill. So, er springt. Bringt das was, wenn ich jetzt F gedrückt hielt? Aha. D und Shift. Was, D und Shift? Okay. Ach, Scheiße. Nein, ich hab's geschafft. Bin geil ausgewichen. Ja, A und Schiff, das ist, das ist ausweichen. Alles klar. Ach, das geht nur. Okay. Junge, was hast du für ein... Dankeschön. Da. Nett, aber... komisch. Aber ich sage nicht, dass es Spaß... Ich sag nicht, dass es schlecht ist. Nur schlechte lange Ladezeiten. So. Nein. Ja.
Okay. Und da kommt der nächste. So, irgendwie, was mir ein bisschen fehlt, ist, dass man... hallo? Hallo? Ja, genau, ja, genau. Junge, wie viel... Ja, danke schön. Hallo. Jetzt plötzlich hält der viel aus. Oh, oh Gott. Ja, das weiß ich. Day and Shift. Perfekt. Ich bin eben perfekt. Aha. Und nochmal. Ja. Ach, da. Alter, wie sind denn hier? Ja, danke schön. Ah, ich bin natürlich auch so cool, wenn ich im Feuer reinsitze. So. Das hört nicht mehr auf, ne? Es hört nicht mehr auf. Oh nein, ich bin nicht online. Hör auf. Junge. Dankeschön. Ja, es ist schon was Originelles, aber ich weiß nicht. Ich könnte genauso gut wegrennen von dem Gegner. Das ist ja nicht... ja? Aha! Okay, okay, okay. In der Luft ist es wirksamer. Oder was? Was? Ja! Okay. Ich weiß, ich klinge nicht gerade begeistert, aber... Ich bin es auch nicht. Nein, Spaß! Alter! Ja! Hallo! Aber vielleicht... Ich hätte viel lieber so eine Macht, so die... Die Parken in der Luft halten und so gegen die Wände donnern und so durch. Darth Vader-mäßig. Aber nein. Oh, jetzt haben's. Hallo, ist da noch einer? Hallo? So, stoppt jetzt. Okay. Ja gut, das ist nicht schlecht. Aber ich werde aus dem Mathe noch nicht so richtig schlau. Ah, schade, ich werde jetzt noch ein bisschen zocken für mich, aber es gibt Spiele, die mich letzte Zeit mehr beeindruckt haben. Also ich finde schon gut, aber irgendwie ist das zu hektisch. Man kommt irgendwie nicht so richtig... Ja, ist gut. Oh, zock dahin. Aber ich soll dahin, ne? Huiuiui! Hat er mir schon was von Turok? Kennt noch jemand Turok? Hat er einen Flederzaspel? Hat er mich ge... Ja. Ich geh mal hier lang. Was mir ein bisschen fehlt, so ein... Klar war es Tutorial-mäßig, aber... Alter, ich darf hier runterfallen, oder? Darf ich hier runterfallen? Ach so, mit Q, okay. Ah, okay, 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 okay. Das ist cool, das ist cool. Ist ja was Neues, ne? Press Tab to upgrade. Tab, ja. Aha, Skill. E-Impuls. Hab ich schon. Was hab ich denn noch nicht? Ich hab alles. Oh, ich hab alles. Ich bin der Beste. Hallo? Ja, kann ich jetzt hier was machen? Ja, mach's jetzt. Ach so, ich hab gar nicht so viel XP. Defense, ne? Nein? Darf ich nicht? Ach so, ich muss hier auch noch. Was hab ich denn noch? Was habe ich denn noch? Was habe ich denn noch? Ich kann gar nicht viel anderes. Okay, dann das. Habe ich das jetzt? Ja. Gut. Ich hätte gern... Oh, hallo? Ich hätte gern so einfach mal so einen Felsen als Gegner, wo ich einfach mal das Zeug üben kann. Crouching mit C. Das ist ja auch was Neues. Alter. Ja, ciao. Okay. Das Übliche. Wie komme ich jetzt hier an? Ich komme doch hier nie mal so rüber, hallo? Wie soll ich denn da rüberkommen? Ich versuche es jetzt mal. Ah, das hat geklappt, okay. Kann ich double jumpen? Nein, kann ich nicht. Oh, hier komme ich auf. Okay. Nein, ich komme nicht drauf.
Levelbegrenzung, lol. Gut. Ich weiß auf einen Gegner, den ich ein bisschen üben, an dem ich ein bisschen üben kann. Das sieht hier aus in der Arena. Scheiße. Oh, ein bisschen gewinnen! Humpelpeter! Ey, hört auf, hört auf, hört auf, hört auf, hört auf! Wo ist ein F? Hier. Ja, es ist schon nett, aber ich hätte die Force Unleashed. Star Wars Force Unleashed. Der andere Sorte Spiele. Oh man. Ja, es ist schon nice, aber ich hätte es viel lieber, wenn man die so in der Luft noch bearbeiten könnte. Aber gut, ist nett, ist nett, ist gut gemacht und so. Schnell zu mir ein wenig nur. Ja, nett. Ach, ist klar. Also ich mache hier mit dem Mausrad, aber es nützt einfach alles nichts. Was jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so, das ist natürlich nett. Ach, so geht. Alter. Der Flamme bildet aber nicht den Gegner, oder? Nein. Hey, ich find's nett. Aber ich glaube, ich weiß, wie der installiert ist. Ja, es macht mich ehrlich gesagt nicht so, aber ich find's nett. Mann, du gehst mir auf den Sack. Ah, löst es hier einfach mal an. Oh, es passiert wieder was. Oh, schön. Nein, nicht schön. Doch. Gut. Aber eine kleine ruhige Pause und deshalb sage ich, oh, schöne Hieroglyphen. Batman war hier, Batman war hier. Nein, 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 nein. Gut, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt dann ein Let's Test und ein Review davon. Damit jeder was hat davon. Für all die sich so lange Videos nicht antun wollen. Also, bis dann und tschüss.